Die Börsenminute von Julia Kistner. Der Wohnbau und Immobilienaktien sind in letzter Zeit in Verruf geraten. Die hohen Zinsen machen viele Bauprojekte nicht mehr finanzierbar und vor allem nicht mehr rentabel. Aktien von Immo-AGs haben seit der Zinsanstiege teilweise die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Vor allem in Deutschland machen ihnen obendrein Mietpreisbremsen und kostspielige Althaussanierungen und deren Auflagen zu schaffen. Sollte man also auch vorsichtig bei Wohnbauanleihen sein? Wenn sie doch derzeit Renditen von 3,7-4% bieten? It depends. Man darf nicht vergessen, dass jede Anleihe eine Schuldverschreibung ist und es daher wichtig ist, welcher Wohnbaugesellschaft man sein Geld leiht. Ich persönlich würde mich derzeit nicht wohlfühlen mit Wohnbauanleihen, die etwa von René Benkos Immobilienkonsortium Signa begeben wurden. Bedenken sollte man auch, dass Anleihen, dessen Geld ausschließlich in den Wohnbau fließen, sehr lange Laufzeiten in der Regel haben, von 10 bis 15 Jahren. Ich muss daher davon überzeugt sein, dass es den Anleihenemittenten dann noch gibt, der mir am Ende der Laufzeit auch das Geld zurückzahlen kann. Bei langlaufenden Bonds lockt man sich auch den Zinssatz für viele, viele Jahre ein. Also muss ich auch davon überzeugt sein, dass ich mit dem Zinssatz auch entsprechend lange die Inflation schlagen kann, damit mir die Kaufkraft des Geldes nicht verloren geht. Wohnbauanleihen haben, wohlgemerkt in Österreich, auch einen steuerlichen Vorteil. Die Coupons sind bis zu einer Verzinsung von 4% kästbefreit. Alles, was drüber ist, wird verkästet, sofern man in Österreich steuerpflichtig ist. Und Selbstständige können Wohnbauanleihen für den Gewinnfreibetrag nutzen und so die Steuerbemessungsgrundlage bis zu 45.950 Euro im Jahr senken. Vergleichen lohnt sich immer, auch bei Wohnbauanleihen, mit Anleihenfeindern etwa der Wiener Börse oder auch von deutschen Börsen. Man sollte die Renditen von Wohnbauanleihen steuerverteil hin oder her auch mit jenen klassischer Anleihen vergleichen, die nicht dem Wohnbau gewidmet sind. Schuldverschreibungen von soliden Industriewerten oder Banken werfen nämlich ähnlich interessante Renditen ab. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.